Hallo Leute, in diesem Video geht es um einen verwahrlosten Hund, der von einem Feuerwehrmann entdeckt wird. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Auch wenn das Leben auf der Straße für die meisten von uns unvorstellbar scheint, ist es insbesondere für viele Tiere Alltag. Rettet man sie von der Straße in ein Tierheim, so denkt man womöglich, ihnen etwas Gutes getan zu haben. Doch häufig werden die armen Geschöpfe dort auch nicht glücklich, da es ihnen an Liebe und Zuneigung fehlt. So ging es auch einem Vierbeiner namens Chunk, der von einem Feuerwehrmann gerettet worden war. Doch dies war nur der Anfang ihrer gemeinsamen Geschichte. Mike arbeitete bei einer Feuerwehr in Kalifornien und somit war es sein Job, jedem im Falle eines Notfalls zu helfen. Zwar war es seine alltägliche Arbeit, doch im Jahr 2016 wurde der Mann zu so etwas wie einem Helden. Alles begann damit, dass der Feuerwehrmann mit seiner Mannschaft zu einem Einsatz geschickt wurde. Als sie zum Einsatzort fuhren, stach dem Mann plötzlich etwas Ungewöhnliches ins Auge. Am Straßenrand befand sich ein an der Leine angebundener Hund und das Tier sah nicht so aus, als befände es sich in einem guten Zustand. Doch auch wenn die Männer schnell bemerkten, dass das Tier Hilfe benötigte, mussten sie zunächst zu der Unfallstelle fahren, zu der sie gerufen wurden. Das arme Tier behielten sie während ihres Einsatzes im Hinterkopf und kehrten nach getaner Arbeit zu dem Hündchen zurück. Tatsächlich hatte es sich nicht von der Stelle bewegt. Es fror ganz offensichtlich von dem eisigen Regenschauer, der vom Himmel fiel. Denn das Tier verfügte über keinerlei schützendes Fell, das es warm oder trocken gehalten hätte. Stattdessen war es mit schmerzvollen Krusten übersät. Die Feuerwehrmänner hätten es niemals übers Herz gebracht, das Tierchen dort allein zurückzulassen. Also lösten sie seine Fessel und brachten es zu ihrer Feuerwache. Dort bekam die Hündin zunächst ein Bad, während die Männer einen Plan schmiedeten, wie es weitergehen sollte. Sie beschlossen, den Vierbeiner, den sie Chunk nannten, in ein Tierheim zu bringen, das streunenden Tieren ein Dach über dem Kopf bot. Dies würde vermutlich eine gute Gelegenheit für einen Neustart sein. Mike war es schließlich, der ihn in die Unterkunft brachte. Doch auch nachdem er sich verabschiedet hatte, bekam er Chunk nicht aus seinem Kopf. Er entschied sich dafür, das Tier am nächsten Tag zu besuchen. So würde die Hündin ein bekanntes Gesicht sehen und verstehen, dass jemand nach ihr sah. Glücklicherweise wurde der bewegende Moment ihrer Wiedervereinigung auf Fotos festgehalten. Das bewegende Bildmaterial zeigte Chunk, wie sie langsam aus dem Käfig schwankte und stoppte, als sie an Mikes Füßen angekommen war. Sie zeigte sich anfangs äußerst schüchtern, doch als der Feuerwehrmann sie hinterm Ohr kraulte, taute sie schnell auf. Es schien so, als erinnerte sich der Vierbeiner an seinen Retter. Ihr Schwänzchen begann enthusiastisch zu wackeln und schließlich sprang Chunk auf Mikes Schoß, als wolle sie ihrem Helden nahe sein. Auf dem Video war klar zu erkennen, dass die beiden es genossen, Zeit miteinander zu verbringen. Der Feuerwehrmann hielt das Tier, das mit einem lilafarbenen Sweatshirt bekleidet war, in seinen Armen und das Hündchen genoss es. Das Band zwischen den beiden war klar zu sehen und Mike fühlte sich dem Tier tief verbunden. Zu Hause besprach er mit seiner Frau Clara und seinen drei Töchtern die Situation und alle waren sich einig, dass sie sich um Chunk kümmern mussten, während sie sich von ihren Hautproblemen erholte. Tatsächlich entwickelte sich die Beziehung zwischen dem Vierbeiner und seiner neuen Familie so gut, dass er schließlich offiziell adoptiert wurde. Die Hündin hatte somit 5 neue Familienmitglieder und ein eigenes Zuhause bekommen. Mit Sicherheit war die Liebe und Zuneigung seiner neuen Familie daran beteiligt, dass sich Chunks Zustand bald schon verbesserte. Ihre Hautverkrustungen waren zurückgegangen und ihr graues Fell begann zu wachsen. Doch nicht nur das Fell änderte sich, auch Chunks Gemütszustand wandelte sich von traurig in glücklich. Und das hatte sie insbesondere Mike zu verdanken. Er hatte der Hündin alles gegeben, was sie brauchte. Eine zweite Chance und eine liebevolle Familie. Wie sieht's bei dir aus? Würdest du ein Haustier aus einem Tierheim adoptieren? Oder hast du es vielleicht schon getan? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.